In diesem Video möchte ich kurz die Lösung der vierten Aufgabe zum Thema Superposition erklären. Dort war ein Schaltbild gegeben, das bestand aus einer Spannungsquelle UQ von T, die war sinusförmig, einer Kapazität C und dazu in Reihe geschaltet eine Parallelschaltung aus einem Widerstand R1, einer Induktivität L und dazu in Reihe nochmal ein Widerstand R2. Und das, was jetzt gesucht war, war der Strom IL von T, der hier durch diese Induktivität fließt, in Abhängigkeit von dieser Quelle. Und um das jetzt auszurechnen, kann man natürlich mal den Strom IC von T berechnen, der durch die Kapazität durchfließt, dort fließt und dann mit Hilfe der Stromteilerregel hier den Teilstrom bestimmen. Da das alles sinusförmige Spannungen und Ströme sind, kann man das natürlich dann auch mit komplexen Zeigern machen und sagen, also diesen Gesamtstrom, den können wir erstmal ausrechnen aus der Quellspannung durch die Impedanz. Und wenn wir diesen Gesamtstrom haben, dann können wir den gesuchten Teilstrom ausrechnen aus dem Gesamtstrom mithilfe der Stromteilerregel und sagen, das wäre dann eben der Widerstand, die Impedanz in dem anderen Zweig, da wo der Strom nicht durchfließt, durch die Gesamtimpedanz in diesem, im Sinne dieses Maschenumlaufes. Das wäre ja 1 plus R2 und J Omega L als Impedanz dieser Induktivität. So, und dann müsste man noch die Gesamtimpedanz ausrechnen. Das wäre dann 1 durch J Omega C als Impedanz der Kapazität. Und dann die Parallelschaltung von R1 und parallel zu dieser Reihenschaltung aus R2 und J Omega L. So, und jetzt waren für diese ganzen Bauelemente noch Werte gegeben, und zwar das 1 durch J Omega C, genauso wie das R1, die sollten beide 30 Ohm groß sein, und das Omega L, genauso wie das R2, die sollten beide 15 Ohm groß sein. So, und die kann man jetzt natürlich einsetzen hier, diese Werte. 1 durch J ist das gleiche wie minus J, 30 Ohm. Und dann gibt es eben diese Parallelschaltung, die schreibe ich jetzt gleich so als Bruch mit der entsprechenden, dem entsprechenden Produkt dieser Impedanzen. Also 30 Ohm mal 15 Ohm plus J. 15 Ohm, und im Nenner dieses Bruches steht dann einfach die Summe, also 30 Ohm plus 15 Ohm plus J 15 Ohm. Und jetzt sieht man, hier tauchen irgendwie bei Zahlen auf, die durch 15 teilbar sind. Also kann man hier oben eine 15 rauskürzen, aus beiden Summen in den zweiten Faktor, und hier unten aus der Summe auch über eine 15 rauskürzen, dann bleibt hier eine 2 über, so dass man diese Impedanz jetzt vielleicht erstmal noch ein bisschen kürzer hinschreiben kann und sagen kann, das wären minus J 30 Ohm plus 30 Ohm, und in diesem Bruch bleibt dann über dem Bruchstrich ein 1 plus J über und unter dem Bruchstrich ein 3 plus J. Das sieht jetzt immer noch nicht besonders schön aus, aber das kann man an der Stelle erstmal so lassen. So, jetzt erstmal schlau in die Stromteilerregel dort oben genauso Zahlenwerte einzusetzen und zu sagen, IL ergibt sich eben aus diesem Strom IC. Dann steht über dem Bruchstrich auch wieder die 30 Ohm, und unter dem Bruchstrich stehen 30 Ohm plus 15 Ohm sind 45 Ohm plus J 15 Ohm. Und dann sieht man hier, das sind auch alles Zahlen, die durch 15 teilbar sind. Also teilen wir mal kürzen die 15 raus, dann bleibt hier eine 3 über und dann eine 2 über, sodass man das auch kurz schreiben kann. Strom durch die Induktivität ergibt sich aus dem Gesamtstrom, dem Strom durch die Kapazität, mal 2 durch 3 plus J. Und dann tauchen hier die gleichen 3 plus J wie da auf, und das wird uns gleich helfen, ein bisschen beim Zusammenfassen und beim Kürzen. So, in diesem Sinne kann man jetzt das gleich alles mal auf eine Zeile schreiben und kann sagen, also das IC wäre eben UQ durch Z, und die Impedanz Z, die steht hier, das sind minus J
30 Ohm plus 30 Ohm mal diesen Bruch mal 1 plus J durch 3 plus J. Und das Ganze eben multipliziert mit diesem Bruch, der sich aus der Stromteilerregel ergibt, den 2 durch 3 plus J, und dann kürzen sich hier die 3 plus J weg. Und hier müssen jetzt noch die 3 plus J mit dazu multipliziert werden. So, in diesem Sinne kann man jetzt den Bruch vielleicht ein bisschen einfacher schreiben und kann sagen, hier oben stehen 2 mal UQ und unterm Bruchstrich stehen jetzt eben minus J 30 Ohm mal diese 3 plus J und dann stehen noch plus 30 Ohm mal die verbleibenden 1 plus J, die da von diesem Bruch eben kamen, von der Impedanz. So, und das Ganze kann man jetzt ein bisschen zusammenfassen noch. Und ich schreibe jetzt hier oben erstmal die 2 ab und setze mal den Wert der Spannungsquelle ein. Und die Spannungsquelle war erstmal gegeben als eine Zeitfunktion mit einer Amplitude von 42,426 Volt mal Sinus Omega T mit einem Phasenwinkel von minus 45 Grad. Und das kann man natürlich dann auch als ein Zeiger hinschreiben, als ein Runer Spitzenwertzeiger in diesem Fall von 42,426 Volt multipliziert mit der komplexen Exponentialfunktion und dort taucht in der Phasenwinkel von minus 45 Grad auf. Das ist genau der Spannungszeiger, den wir jetzt hier unten auch brauchen. Mal E hoch J minus 45 Grad. So, und jetzt hier unten kann man so ein bisschen schauen. Also wir haben 30 Ohm mal 1, das ist ein Realteil. Und wir haben J mal minus J, das ergibt minus 1. Mit dem Minus davor ergibt es nur plus 1. Und das sind dann auch 30 Ohm. Und 30 Ohm plus 30 Ohm sind 60 Ohm. Dann haben wir minus J 30 Ohm mal 3, das sind minus J 90 Ohm. Nochmal plus J 30 Ohm ergibt minus J 60 Ohm. Also steht hier unten eine Zahl mit 60 Ohm als Realteil, minus 60 Ohm als Imaginärteil. Und die kann man jetzt natürlich auch, um das zu kürzen und zu vereinfachen, auch in die Exponentialform umwandeln. Dann sind das Wurzel 2 mal 60 Ohm, ebenfalls mit einem Phasenwinkel von minus J 45 Grad, so dass man erstmal die E-Funktion wegkürzen kann. 2 durch Wurzel 2 ergibt Wurzel 2 und jetzt ist diese 42,426 natürlich genauso konstruiert, dass Wurzel 2 mal das auch 60 ergeben, so dass man hier 60 gegen 60 kürzen kann. Hier fehlt noch ein Volt und Volt durch Ohm ergibt ein Ampere, so dass hier für den Strom an dieser Stelle rauskommt 1 Ampere. Also 1 Ampere als Amplitude mit einem Phasenwinkel von 0 Grad ist der Strom, der hier oben durch die Induktivität fließt, erzeugt von dieser Spannungsquelle. Und da das ja eine Aufgabe zur Superposition war, gab es jetzt hier natürlich noch eine zweite Quelle. Und diese Quelle war eine Stromquelle, die war hier angeschlossen. Und die trieb einen Strom nach unten, sodass wenn dieser Strom hier fließt, dass der dann im gleichen Umlaufsinn einen Strom durch diese Induktivität erzeugt. Und diese Stromquelle war auch gegeben, IQ von T, das sollten 2 Ampere sein mal Sinus Omega T und jetzt mit einem Phasenwinkel von plus 45 Grad. Und auch das kann man natürlich wieder als einen Zeiger schreiben, als einen runden Spitzenwertzeiger, auch mit einer Amplitude von 2 Ampere. Und jetzt eben mit einem Phasenwinkel von plus 45 Grad. Das Plus könnte man sich auch sparen. Ich schreibe es aber trotzdem mal hin. So, wenn man jetzt diese Quelle ausschalten würde, im Sinne der Superposition, würde aus der ein Leerlauf werden. Die würde einfach wegfallen, sodass das, was wir vorher gerechnet haben, natürlich genau richtig ist. Wenn man jetzt nur diese Quelle einschaltet und diese Quelle ausschaltet, dann wird aus der Spannungsquelle hier einfach ein Kurzschluss. Das würde genauso aussehen, wenn man hier den Kreis da wegmalt. So, und jetzt soll eben aus Sicht dieser Quelle IQ von T nochmal der Strom IL da oben berechnet werden. Das mache ich jetzt natürlich auch wieder als Zeiger und sage IL
Ergibt sich wieder aus der Stromteilerregel. Das ist der Gesamtstrom, der von der Quelle kommt. Es geht erstmal um die Impedanz, wo der Strom nicht durchfließt. Und das ist der Widerstand R2. Und dann durch die Gesamtimpedanz im Sinne dieses Umlaufes, das wäre R2 plus J Omega L plus die Parallelschaltung von diesen beiden. Also R2 plus J Omega L plus R1 parallel zu dem 1 durch J Omega C als Impedanz dieser Kapazität. Und ja, sieht jetzt an der Stelle nicht so ein bisschen nicht so sehr schön aus. Ich schreibe das nochmal kurz neu hin. Also 1 durch J Omega C. So, und genau dieser Term, der macht ja hier einen Bruch, dann so einen Doppelbruch. Dann ist es vielleicht an der Stelle keine schlechte Idee, für den so eine kleine Nebenrechnung zu machen und zu sagen, das sind ja 30 Ohm parallel zu 1 durch J ist wieder minus J, 30 Ohm. So, und das Ganze kann man jetzt natürlich auch wieder schreiben als 30 Ohm mal minus J, 30 Ohm geteilt durch 30 Ohm, ja, minus J, 30 Ohm, also einmal das Produkt unten die Summe. Hier taucht über eine 30 auf, da kann man auch eine 30 oben wegkürzen aus einem Faktor und unten über eine 30 wegkürzen. Dann bleibt hier unten 1 minus J stehen, so dass man hier mal mit dem Konjugiertkomplexen erweitern kann, also mit 1 plus J, um das Ganze wieder ein bisschen ansehnlicher zu machen. Und 1 minus J mal 1 plus J ergibt am Ende eben genau 2. Also steht hier oben, bleibt erstmal eine 30 Ohm über, geteilt durch 2. So, und dann haben wir minus J mal J. J mal J ist J zum Quadrat, ist minus 1 mal die Minus, ergibt das wieder eine plus 1 und einmal minus J ergibt minus J. Also das hier hinten, diese Parallelschaltung ergibt genau das. 30 durch 2 kann man natürlich noch kürzen und kann sagen, das ist genauso viel wie 15. Also diese Parallelschaltung ist 15 mal 1 minus J. So, und das hilft jetzt auch ein bisschen hier den Strom nochmal auszurechnen. Und dafür setze ich jetzt den Strom gleich mal ein. Das sind die 2 Ampere mal E hoch J 45 Grad. Und jetzt folgt dieser Bruch. Und im Zähler steht R2, das sind 15 Ohm. Und hier unten stehen jetzt 15 Ohm plus J 15 Ohm. Dafür schreibe ich gleich mal 15 Ohm mal 1 plus J. Und diese Parallelschaltung, die hier gerade in der Nebenrechnung ausgerechnet wurde, das sind halt 15 Ohm mal 1 minus J. So dass, naja, 15 Ohm mal J plus 15 Ohm mal minus J, das hebt sich genau auf. Und die 15 Ohm mal 1 und die 15 Ohm mal 1, die addieren sich, sodass es halt 30 Ohm wären. 15 Ohm durch 30 Ohm ist genau 1/2, sodass sich das genau mit der 2 hier vorne wegkürzt, sodass für den Strom dort überbleibt, das wäre 1 mal E hoch J 45 Grad. So, und jetzt in diesem Sinne kann man natürlich die Superposition ausrechnen. Dafür schaffe ich jetzt mal hier an der Stelle, das brauchen wir vielleicht jetzt gar nicht mehr so richtig, ein bisschen Platz, um da jetzt die Superposition hinzuschreiben. Diese Impedanz- und Stromteilerregel und so von vorher, diese Zwischenwerte sind jetzt nicht mehr so richtig von Belang. Also jetzt beides zusammen, der Anteil beider Quellen zusammen ist die Superposition. Und dazu brauchen, oder das, was wir jetzt ausrechnen wollen, ist halt den Strom IL. Den Strom IL, mein Stift funktioniert nicht richtig, der Strom IL gesamt. Und das sind jetzt eben 1 Ampere. Das war das von der
Schwarzquelle plus die 1 Ampere mal E hoch J 45 Grad, das ist der Anteil von der Stromquelle. Um jetzt diese beiden komplexen Zahlen zu addieren, muss man natürlich die beide in real und imaginär Teil aufteilen, beziehungsweise in der kartesischen Form schreiben. Und 1 mal E hoch J 45 Grad wäre eben 1 Ampere mal Sinus mal Cosinus von 45 Grad für den Realteil. Das wäre 1 durch Wurzel 2 Ampere und dann der Imaginärteil wäre eben der Sinus von 45 Grad. Das ist auch 1 durch Wurzel 2 Ampere mit dem J davor. So, und dann kann man das zusammenrechnen und kann das wieder in die Exponentialform umwandeln. Dann sind das 1,85 Ampere mit einem Phasenwinkel E hoch J 22,5 Grad. Und in diesem Sinne kann man dann natürlich schreiben, die Zeitfunktion, und das war das, was schlussendlich gesucht war, also diesen ruhenden Spitzenwertzeiger wieder in eine Zeitfunktion umgewandelt hat, dann diese Zeitfunktion natürlich die gleiche Amplitude und die Sinusfunktion, Sinus von Omega t, mit einem Phasenwinkel von plus 22,5 Grad. Und damit war diese Aufgabe gelöst. So, was ist damit dabei so am häufigsten schiefgelaufen? Dieser Rechenweg ist natürlich schon nicht ganz so einfach, wenn man das jetzt nicht alles im Kopf rechnet, sondern mit dem Taschenrechner rechnet, kann man da sich eigentlich ja gar nicht so toll vertun, wenn man das alles vernünftig in seinen Taschenrechner einsetzt. Trotzdem gab es bei der Zahlenrechnung, gerade vielleicht auch so beim Umwandeln dieser Zeiger hier oder beim Kürzen in den Brüchen, den einen oder anderen Rechenfehler. Und die andere Sache, die häufig schiefgelaufen ist, ist halt ja falscher Ansatz, also falsche Anwendung der Stromteilerregel zum Beispiel, um diese Teilströme auszurechnen. Falsche Anwendung, das, was ich jetzt doch schon weggewischt habe, zum Ausrechnen dieser Impedanz, einfach weil man nicht vernünftig erkannt hat bei der Lösung aus Sicht zum Beispiel dieser Quelle, was ist denn hier jetzt parallel zueinander geschaltet, also zum Beispiel diese hier hinten, und was ist denn jetzt in Reihe geschaltet, also zum Beispiel, dass die Induktivität in Reihe geschaltet ist zu dieser Parallelschaltung aus Sicht dieser Quelle. Und aus Sicht der anderen Quelle sieht das aber ganz anders aus, ne? Also aus Sicht der Spannungsquelle, die hier vorher mal da war, da ist das in Reihe geschaltet zu einer Parallelschaltung aus diesem, und in dieser Parallelschaltung sind diese beiden in Reihe geschaltet. Also aus Sicht der einen Quelle hat die Schaltung natürlich eine ganz andere Struktur als aus Sicht der anderen Quelle. Und wenn man dann für beide Quellen irgendwie die gleiche Impedanz, die gleiche Stromspannungsteilerregel oder so anwendet, dann führt das nicht unbedingt zu Erfolg.